Ja, herzlich willkommen auf ein neues, liebe Caroline Diana Kupfer. Wir haben ja schon einen Beitrag gemacht. Also für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die das jetzt noch nicht gesehen haben, ich verlinke das unter diesem Video. Und wir haben unseren letzten Beitrag damit beendet, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt in dieses Ewigkeitsparadigma einsteigen. Also da bin ich ja schon ganz gespannt, weil ich mir erstmal darunter gar nichts vorstellen kann. Also erstmal herzlich willkommen, Frau Diana. Ja, ich danke dir, liebe Bettina. Ich bin sehr glücklich, dass ich ja heute wieder mit dir sprechen darf. Vielen, vielen Dank. Erzähl mal, was ist denn das Ewigkeitsparadigma? Also ich verstehe es so. Das kann man sich ganz leicht vorstellen. Da kann auch einfach mal jeder jetzt mitmachen und ich zeige das hier ein bisschen mit meinen Händen. Das, was im Moment halt im Kollektiv verankert ist, und Kollektiv bedeutet ja einfach nur das, was die meisten Menschen glauben, das, was die meisten Menschen als wahr empfinden. Und das ist ne, so im Allgemeinen, in der Masse, alles hat ein Ende. Das heißt, wenn wir so auf unserem Lebensweg hier lang segeln, dann wissen wir, irgendwann gibt es ein Ende. Es ist ein Endlichkeitsparadigma. Wir sterben, das Auto geht kaputt, der Hund stirbt, irgendwann wird es alt, die Pflanze wird alt, die Tasse wird alt, was weiß ich, der Stuhl geht kaputt. Ja, von diesen ganz elementaren Dingen zieht sich dieses Endlichkeitsparadigma halt durch. Ob es jetzt der Stuhl ist oder ob es die Zelle ist oder das Organ oder. Das heißt, die meisten Menschen befinden sich mit ihrem Bewusstsein in einem Endlichkeitsparadigma. Das führt dazu, dass wir auf unserem Lebensweg ständig Ereignisse produzieren. Gedanken erschaffen Realität. Und wenn in den Gedanken verankert ist, alles hat ein Ende, kreieren wir permanent etwas, das endet. Und wenn wir Mal das. kurz Ja? Punkt. Du bist jetzt so sehr in der Sonne. Ich finde es ein bisschen schade, weil man sieht Ja. dich gar nicht mehr so gut. Ja, okay. Bin zu erleuchtet gewesen. Ist Immer noch. immer noch, ja. So. Viel besser, super, super. Entschuldige, jetzt habe ich dich irgendwie so unterbrochen, aber ja. Überhaupt gar kein Problem. Okay. Schau, und es ist so sprichwörtlich, weil das ist das Endlichkeitsparadigma. Finden Unterbrechungen statt. Ganz natürlich. Etwas wird unterbrochen, und wenn wir uns überlegen, wenn etwas zu Ende geht, dann hat es etwas mit Zerstörung zu tun. Nicht im Emotionalen, wir lassen die Emotionen mal kurz weg, sondern wenn der Stuhl kaputt, ja, wenn wir nicht, wenn er alt wird, wenn ein Stuhl endet, geht er irgendwo kaputt, er bricht auseinander. Wenn wir alt werden, zerfallen Zellen. Wenn wir sterben, zerfallen Zellen. Die Zellen werden zerstört, der physische Körper ist nicht mehr da. Es ist ein Akt der Zerstörung von Materie. Sie lösen sich auf, die Zelle ist ja nicht mehr da, das Organ ist ja nicht mehr da, sondern es wird zerstört letztendlich. Alterungsprozesse haben sehr viel damit zu tun, dass Zellen aufhören zu arbeiten in ihrer Vitalität, sie ziehen sich zurück, etwas hört auf, und es hat in der Regel etwas mit Zerstörung zu tun. Das heißt, dieses Endlichkeitsparadigma hat mit Unterbrechung, mit Trennung, mit Zerstörung zu tun. Es liegt in der Natur des Endlichkeitsparadigmas. Und dieses Ewigkeitsparadigma, was uns jetzt zugänglich wird, auf wissenschaftlicher Ebene, auf spiritueller Ebene, auf medizinischer Ebene, überall kommt dieses Wissen in die Menschheit hinein. Stell dir mal vor, jetzt segelst du durch dein Leben im Endlichkeitsparadigma, wo ja einfach kein Ende ist. Was passiert dann? Das kann man auch spüren. Es gibt ja kein Ende. Das hier passiert nicht mehr.
Oh, das fühlt sich leicht an. Also wunderschön, diese Vorstellung. Ja. Ja. Das ist das Endlichkeitsparadigma, mit dem wir, dass wir in unsere Gedanken und unser Bewusst, dass wir einfach nur auferstehen lassen können in unserem Bewusstsein. Es ist ja schon da. Wir erinnern uns an unser erstes Gespräch. Es ist ja schon da. Wir können wieder Zugang dazu haben und wir können uns auch einfach entscheiden. Das können wir alle jetzt mal machen, wenn ihr wollt. Wir wollten erst im nächsten Teil in die praktischen Übungen gehen, aber wir können einfach entscheiden. Du kannst einfach entscheiden, mit deinem Bewusstsein, mit deinen Gedanken mal in dieses Ewigkeitsparadigma einzutauchen, wo einfach nicht permanent Unterbrechung, wo du es dir nicht kreierst, sondern wo du einfach harmonisch durch dein Leben gehst. Du eine neue Form von Harmonie kreierst, weil nicht alles enden muss, sondern alles einfach bleibt, sich kontinuierlich entwickelt. Man kann so richtig spüren, vielleicht kann das der ein oder andere spüren, wie diese Konzepte von Zerstörung, von Trennung, von Aufhören, von Unterbrechung, wie die einfach wegfallen. Die haben da gar keinen Raum. Die fallen einfach weg. Wie die Organe sich entspannen. Das ist das Ewigkeitsparadigma. Ist dieses Bewusstsein, es gibt kein Ende. Aber in der Natur ist es doch so, also dass da auch ein Vergehen und wieder ein Erblühen ist, ne? Also allein schon durch die Jahreszeiten. Also es scheint ja etwas Natürliches möglicherweise auch zu sein, dass eine gewisse Vergänglichkeit Teil des Lebens hier auf der Erde möglicherweise ist. Gute Frage. Und ich möchte, bevor ich es beantworte, bevor ich sage, was ich darüber denke, etwas ausholen, weil da ist auch ein tieferes Weltverständnis wichtig. Indem ich mich selber tiefer erkenne, wie wir es im ersten Teil hatten, es geht viel um Selbsterkenntnis und wie ich als Mensch wirklich wirke in dieser Welt, auf dieser Erde. Und wenn wir da tiefer eintauchen, tiefer erkennen, dann fangen wir an zu sehen, dass wir wirklich mit allem verbunden sind und dass es gar keine subjektive Realität gibt. Gar keine objektive, Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch umgesagt. Sondern dass Realität immer subjektiv ist und dass wir als Mensch erschaffen, was wir im Außen sehen. Immer. Und wenn das Kollektiv, wenn die meisten Menschen denken, alles endet, dann zeigt sich das natürlich in der Natur, weil wir erschaffen, wir sind Schöpfer. Ja, diese radikale Selbstverantwortung, die da drin liegt, zu sagen, es hat was mit mir zu tun, der Baum da hinten. Es hat was mit mir zu tun, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ich bin mit allem verbunden. Also könnte man dann sagen, dass es gar keine Materie als solches gibt und dass wir in jedem Augenblick durch unser Schöpferbewusstsein unsere individuelle und eben, wenn wir kollektiv an gewisse Wahrheiten angedockt sind, eben diese Realität erschaffen, in jedem Augenblick neu? Ja, absolut. Wobei es natürlich Materie gibt. Also ja, wir erschaffen in jedem Moment die Materie neu. Wir erschaffen Materie. Wir sind ja physische. Wir haben einen physischen Körper und wir erschaffen die Materie um uns herum. Und ich wollte ausholen, um diese Frage zu beantworten. Die russischen Wissenschaftler wie Grigori Grabowoi haben bewiesen, und es ist anerkannt, es ist bei der UNO beispielsweise hinterlegt, dass der Tod kein Naturgesetz ist. Und es gibt keinen Wissenschaftler auf diesem Planeten, und es haben sehr, sehr viele versucht, der diese Theorie widerlegen konnte. Es ist etwas, was wir geglaubt haben, was wir als Naturgesetz angenommen haben.
entsprechend diese Realität auf unserem Planeten kreiert haben, mit sehr viel Zerstörung, sehr viel Sterben, sehr viel Leid. Und jetzt haben wir die Chance zu erkennen, durch unsere Selbsterkenntnis, kennen wir auch, dass der Tod gar kein Naturgesetz ist, sondern ein Konstrukt in unserem Denken. Auch wenn das vielleicht für manche gerade sehr, ich glaube, dass das viele Menschen triggern oder einige Menschen sehr triggern könnte, dass das tief geht, und das kann ich total gut verstehen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass ich bin nicht hier, um jemandem zu sagen, das ist so, sondern ich bin hier, um zu sagen, was wäre, wenn? Schau es dir mal an, also auch an die Zuschauer, auch für dich, bewegt es bitte in deinem System. Bleib einfach mal offen und erforsch das für dich. Es geht nicht darum zu sagen, das ist so und das glaubst du jetzt. Darum geht es gar nicht, sondern schau, was macht es mit dir? Und da ist sehr viel Schmerz hinter, weil überleg mal, wie lange wir das geglaubt haben. Und da ist sehr viel Mitgefühl, sehr, sehr, sehr viel Mitgefühl für sich selbst, für andere, sehr viel Liebe notwendig, ja. Also ich habe mich damit schon viel auseinandergesetzt. Und zwar, also ich meine, diese eine Ebene, ich glaube, das sind viele Menschen, die sagen, ja, also natürlich ist die Seele unsterblich, ja, oder wir als reines Bewusstsein unsterblich, ja. Aber dass dieser physische Körper unsterblich sein könnte, das empfinde ich nach wie vor als ein sehr herausforderndes, ich sage bewusst noch Konzept, weil ich es nicht verinnerlicht habe auf einer Fühlebene. Für mich ist zu sehr Realität nach wie vor, dass dieser physische Körper stirbt. Ja. Das sehe ich, also darf ich mich natürlich auch fragen, ne? Indem ich das sehe und auch immer wieder bestätige in dem Feld, wo ich arbeite, mache ich das ja auch mit wahr, ja, dass das so ist. Und ich fand das immer schon sehr interessant, weil mein Mann, der sagt einfach mit absoluter Gewissheit, er weiß, dass er unsterblich ist, ja. Echt? Ja. Oh, hol ihn mal. Das also er ist nicht da, aber ja, er hat einfach diese innere Gewissheit für sich. Wow. Und ich merke, das, boah, also das habe ich nicht, ja. Und die Frage, die sich mir stellt, und ich glaube, das stellt sich sicher vielen Menschen. Also angenommen, wir könnten alle in diesem physischen Körper ewig leben. Da tauchen ja ganz viele Einschränkungen auf. Also auch mal die Frage, will ich das überhaupt? Ne? Also wenn ich da jetzt so in die Welt gucke und eine Brille möglicherweise gerade aufhabe, die das alles als sehr düster bewertet, ja, dann kann ich sagen, boah, kann ja Tod auch, also dieses physischen Körpers, als eine Befreiung oder Erleichterung empfunden werden, um hier aus diesem Erdenleben erstmal hier auszuchecken, ja. Weil es einfach boah, nicht gewünscht ist. Oder der Körper, das ist ja auch unsere Idee mit dem Altern, da verfällt der und da kommen die Zipperlein, es tut hier weh, da weh. Also der Körper wird älter und ich glaube, da würden auch viele Menschen sagen, boah, ich habe keinen Bock, also ewig in diesem Körper will ich nicht, ja. Absolut, absolut. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht, verständlicherweise. Mir ging es früher ganz genauso, nicht aufgrund von Krankheit, sondern eher auf dieser, ja, wie du auch sagst, ne? Ich bin halt sehr, sehr feinfühlig, sehr empathisch und es ist im Grunde genommen ja nicht auszuhalten, ne? Wir haben, es ist so viel Leid und Zerstörung und was weiß ich noch alles hier auf der Erde. Ja, und auch sehr viele spirituelle Menschen, die arbeiten im Grunde genommen nur darauf hin, dass sie ihren Job hier gemacht haben und dann gehen können und nie wiederkommen müssen. Und ja, ich möchte gerne teilen, was meine sehr tiefen Erkenntnisse in diesem Bereich sind. Und ich habe für mich erkannt, dass ich das so lange diese Einstellung auch hatte, warum, ne, auf gar keinen Fall ewig leben und das alles und warum überhaupt. Weil dieses Leid hier ist. Und ich habe das irgendwann
In tiefer Kommunikation mit Gott, würde ich sagen, konnte ich diese Verbindung sehen und habe das gedreht. Weil letztendlich ist es so, ich glaube, dass wir hier sind. Ich weiß, dass ich hier bin, um eine bessere Welt zu erschaffen. Und ich glaube, dass wir Menschen erkennen dürfen, dass wir es wirklich können. Weil was wäre denn, wenn du, Bettina, ich, Caroline, Diana und all die tollen Menschen da draußen oder die hier zuschauen, wirklich eine neue Welt erschaffen können, in der es keine Zerstörung gibt? Was ist, wenn wir das Paradies auf Erden wiederherstellen können? Und da beißt sich immer so die Katze in den Schwanz. Fängst du an, das zu fühlen? Es ist, wenn wir immer sagen, ich gehe, weil es mir nicht hier gefällt, wird es nie besser auf der Erde. Und ohne das Wissen über das ewige Leben hatten wir auch nicht die Chance. Da haben uns Kräfte gefehlt, um diese ganz starken, ich nenne es jetzt mal Dunkelkräfte oder wie auch immer man das nennen möchte, um zerstörerische Elemente, um zerstörerische Kräfte, um denen Einhalt zu gebieten, um ihnen in uns Einhalt zu gebieten. Weil wenn wir wirklich schaffen können wie Gott, dann haben wir hier 0, nichts aufgeräumt. Und was ist, wenn wir es so rumsehen? Und was ist, wenn das die Aufgabe ist? Und was ist, wenn wir es wirklich können? Wer ist denn Gott? Ist der außerhalb von dir? Weil du hast auch eben gesagt, du hast im Gespräch mit Gott. Ja, also wo ist dann der Gott für dich, mit dem du im Dialog bist? In mir, in dir, überall. Überall. In jeder, in der Luft, in jeder Staubflocke, in jedem und allem. Und ich empfinde mich als Co-Kreatorin mit dem Schöpfer und ich empfinde dich als Co-Kreatorin mit dem Schöpfer, mit Gott und jedem Menschen. Und das ist auch eine Rückkehr, die wir machen können, diese Hinwendung, diese Rückverbindung an diese Kraft, an diese Schöpferkraft, an das Gute, an die Liebe, an das Leben, an das Lebensbejahende. Ja, da befinden wir uns gerade auf dem Weg auch und ja. Ja, das fühle ich auch. Darin liegt auch die große Chance in dieser Zeit, ja. Ja, das sehe ich auch so. Ich würde sehr, sehr gerne, liebe Caroline Diana, in unserem nächsten Video darüber sprechen, wie wir, also von diesem, sage ich jetzt mal, Wissen, was es gibt über Information, über solche Gespräche, über deine Arbeit, in diese Eigenermächtigung kommen können. Weil es ist ja schön und gut zu sehen, ja, da gibt es Menschen, die können das, die können eine Gebärmutter nachwachsen lassen oder Zähne oder dieses oder jenes. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich ja glaube und auch fühle, dass ich das auch kann. Ja. Ja. Ist Ja, das okay für dich? Machen wir das? Ich freue mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt geht es okay. ans Eingemachte. Okay, so sei es. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir. Ich freue mich. Danke. Ich mich auch. Bis zum nächsten Video. Nächstes Video, ja.